Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauer, auf diesem Kanal zu unserem heutigen neuen Video, wo es mal wieder heißt Opening bzw. Unboxing. Ja, eines mehr oder weniger Reprint-Artikels. Die Rede ist da von dem Display Dragons of Legend The Complete Series. Ja, wie schon gesagt, ein kleiner Reprint-Artikel. Die Dragons of Legend Reihe war ja schon einige Zeit her. Hier für euch jetzt eine Box, die ganze 8 Special Editions beinhaltet. Aber wir halten ja nicht nur Reprints, sondern auch ein paar neue Karten. Der neue Zeitzauberer, der neue Hundertdrache, die neue Harpie, der neue Jinzo und so weiter. Wie immer an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an den Verkäufer meines Vertrauens, Filunio. Ein riesiges Dankeschön, dass der Artikel auch pünktlich zum Release heute da ist. Ja, ich glaube, wir quatschen nicht lange. Kleines Intro, freut euch auf das Unboxing der Dragons of Legend Reihe The Complete Series. Und wie versprochen, da sind wir zurück. Dann schauen wir mal rein in das gute Stück, das dunkle Magiermädchen, die Drachenritterin in ihrem Alternate Artwork. Auch mega schön anzusehen. Ob sie nun spielstark ist, wir hatten sie noch aktuell im dunklen Magier-Bild drin. Wenn ihr es noch nicht getan habt, guckt euch den aktuellen dunklen Magier-Bild von mir an. Das würde mich auf alle Fälle freuen. Und natürlich Kommentare unter dieses Video, freut mich immer, werden von mir auch natürlich beantwortet. So. Oh, was haben wir hier Schönes? Die Karten sind ja sogar drauf, die man so haben kann. Na, dann holen wir die Boxen mal einzeln raus, dann stellen wir das Ganze zur Seite. In unserer ersten Box erwartet uns eine Cyber Heap Harpy. Soll das so sein, ja, dass man von vornherein weiß, welche Karten drin ist? Oder ist das einfach mal echt schlecht vom Konami Design? Oder können die Zuschauer denn aussuchen, welche Promo sie haben wollen? Da haben wir das Erwachen der Besessenen, die neue Charmer-Karte. Hier haben wir gar nichts drin. Naja, die sind. Ja, dann scheint das wirklich ein schlecht gemachter Artikel zu sein. Hier haben wir einen XC-Import. Ja, warum man sowas macht, verstehe ich nun auch nicht. Nochmal ein Erwachen der Besessenen. Einen Hundertdrachen. Nochmal einen Xyz-Import. Und einen Jinzo. Ja, das zu unseren 8 Boxen. Ich klamüse die mal schnell auseinander, dann wir bloß noch die Booster haben. Und dann geht das einfacher vonstatten. Und ein weiteres Mal willkommen zurück. Jetzt habe ich das Ganze für uns schon mal auseinanderklamüsert, damit wir nicht die ganzen Boxen nur auf dem Tisch haben. Wir haben ganze 4 Booster von Hermos, wir haben ganze 4 Booster von Critias, ganze 4 Booster vom Magiermädchen der Drachenritterin und 4 Booster von dem Amulettdrachen. Des Weiteren in dieser Box waren wunderschöne Würfel mit drin, ich zeige euch das nochmal in die Kamera. Einmal einen Timagos-Würfel und einen Critias-Würfel, sowohl als auch den Hermos-Würfel. Timagos einmal mehr, ist ja auch nicht umsonst. Der beste der drei, beziehungsweise der spielstärkste für das dunkle Magier-Thema beispielsweise. Ja. Des Weiteren für unsere Promos, da haben wir die Cyber Heap Harpy, den Zeitzauberer von morgen, einen Hundertdrachen und den Jinzo gefächert. Sowohl als auch zweimal den Xyz-Import und einmal das Erwachen der Besessenen, den Rasenryu und einmal das Erwachen der Besessenen, den Gigabyte für unsere Charmers. Die kommen ja speziell nochmal in unserem Charmer Structure Deck raus. Ja, also hier kann ich mich schon mal vom Pull nicht ärgern. Auf alle Fälle war jede Kopie schon mal einmal mit dabei. Und dann fangen wir mal an mit dem ersten Booster Opening der Reihe von Dragons of Legend The Complete Series. Ist ja das gleiche in grün von den Legendary Duelist Reihen. Hier haben wir nämlich die Color Rare Karten drin. Als allererstes hier als Common Reprint den magischen Zeithammer, einen tyrannischen Explosionsdrachen, einen Sternschnuppe, Nummer C73 Abyss, Super Spritzer, eine Berserkerseele, angriffslustiger Hund, Hügel des gebundenen Schöpfers, keine schlechte Karte, Transmigration der Rotäugigen und für unsere erste Holo haben wir das Thun-Königreich. Mega nice, war ja mal bis dato eins der teuersten Karten mit aus den Dragons of Legend Reihen. Dann haben wir einen schwarzen Schall, Black Sonic, auch mega nice. Und jetzt haben wir schon unser erstes Drachenmonster dazu, nämlich den Kralle des Critias. Das für unsere drei Holos, die packen wir mal zur Seite. Am besten dahin, nicht auf die Würfel.
eine Aquariumbeleuchtung, ein Sonderfahrplan, Blumenkartian, Polo mit Phoenix, Wasserprinzessin Astro Morrigan, Kartian Weide mit Kalligraph, so schön der schlafende Riese und Urikalkos Schunorus. Ja, ziemlich nice. Das kann doch so weitergehen. Weiter geht's mit dem zweiten Hermos. Da haben wir den rotäugigen Geist. Ein Spiegelkraftdrachen. Oh, war ja auch eine ziemlich teure Karte damals gewesen. Ritual des schwarzen Drachen. Himmelschwert Eatos. Transmigration der rotäugigen Schattenimpuls. Herr des Rots. Oroshi die Sturmbö. Und da haben wir einen Paladin des schwarzen Drachen in Purple Rare. Dunkles Magiermädchen, die Drachenritterin. Ich habe mich schon gewundert, ist es eine Secret-Promo oder ist es eine Ultra? Nein, hier haben wir sie als Blue-Rare-Ultra und einen Kuri-Bandit. Mal zum Vergleich, welches Magiermädchen fandet ihr schöner? Schreibt es mal in die Kommentare vom Artwork, das Klassische oder das Alternate. Also ich finde, das Klassische hat da noch ein bisschen mehr Style, aber als Sammler ist die hier auch nicht schlecht. Packen wir mal uns zur Seite. Ritual Heiligtum, Wahrsageprinzessin Pfeilsylph, kleiner Cyberengel, der große Jupiter, Benten, ein Sonderfahrplan und den Kalligraphen. Und Nummer 3 für unseren Hermos. Eine Roulette-Spinne, typische Joel-Wiederkarte, Carbonedon, ja, für unsere Dino-Spieler, Bogen der Göttin, antunartiger Antriebsgolem, einen behüteten Schatz, Brennen der Rotäugen, wagemutige Lokomotive, Feuerhand. Und da haben wir für unsere Greenware einen Schattentun, eine Kopierkatze und einen Galaxie-Tarnkappendrachen. Mega, mega nice, mega, mega nice. Auch nicht schlecht. Recap kommt natürlich wieder zum Schluss. Dann haben wir hier einen gebeugten Kopf, einen großen Jupiter, einen Phönix, einen Cyberengel, ein Ritual, einen Kalligraphen und einen Dakini. Die können wir ein bisschen schneller durchgehen. Wir wollen ja bloß die Holos sehen. Und das letzte für unseren Hermos. Ein rotäugiges schwarzes Drachenschwert. Legende des Herzens, Sonnenaufgang über Ayers Rock, Eishand, Blitzfusion, angriffslustiger Hund, Dampf der Mantel, antiker Antriebsgolem. Und da haben wir unseren Timaios, den Schicksalsritter, einen Mathematiker und noch einen weiteren Kuri-Banditen. Ein Pfeilsylph, ein Wiederverwenden, Wahrsagerritual, Knochenzüngler, Künstlerkumpel 1, Zifferflügel und eine Blüten. Okay, dann gehen wir mal weiter von Hermos auf Kritias, unsere Kalberkarte. Mal sehen, was uns hier Schönes erwartet. Dann haben wir einen Abyss-Spritzer, eine Rache der schwarzgeflügelten Hermos-Raketenkanone, einen antiken Antriebsgolem, Torblocker, Signalrot, finale Fusion und, den habe ich damals auch geliebt, den Dragulas, der blutsaugende Drache, schönes Artwork. Dann ein schnelles Chaos und einen weiteren Tarnkappendrachen. Weiterhin Tarotray, Flammenbrenner Falke, gebeugte Koch, ein Ritter, eine Polovnir, ein Maschinenengel-Ritual, ein umgekehrtes Wiederverwenden und einen Extraflot. Und weiter geht's für unseren Kritias. Eine doppelmagische Armfessel, eine Eatos, Sternschnuppe, Blitzfusion, Zeithammer, Abhören, Chimärendrache, eine Comic-Hand, einen Thun-Aktenkoffer und einen Black Sonic, auch nicht schlecht. Kristalldiene, Urashima, Tugbilddrache, Dakini, Uranus, Djinn, Drängkraft und einen Pluto. Und die Nummer 3. Ein Eatos, ein Abhören, ein Stein der Weisen, rotäugiger Geist, Abyss-Spritzer, Tyrannflügel, riesige rote Hand. Und ja, zu unserem Kritias jetzt auch noch die Klaue des Hermos und noch einen weiteren Hermos, nämlich den legendären Ritter Hermos und einen weiteren Timaios, den Schicksalsritter. Astro Morrigan, Ritualheiligtum, Katastrophe, Rote Nova, Idaten, Zebragas mit Mond, eine Weide und noch ein Zebragas.
Und dann das letzte für unseren Critias. Da haben wir einen Morgensonnenhieb, eine Transmigration, eine magische Hand, eine Seelenlass, auch Menschen Seelenlass hat einen schönen Reprint, Sacrate Paar, Lokomotive, Kampffusion, einen weiteren Dragulas, ein weiteres dunkles Magiermädchen, die Drachenrittin und Lila als Fusionskarte, ist das schon nicht schlecht. Nice. Und eine Numeron-Drachen. Yeah. Dann Blumen sammeln, ein Phönix, ein Djinn, ein Brennerfalken, ein Napalm-Dragonis, Sonderverplan, ein Horn und das Aquarium beleuchten. Ja, dann gehen wir weiter zu der Coverkarte des ganzen Sets, dem dunklen Magiermädchen, der Drachenritterin. Da haben wir eine Bewunderung der Massen, eine Brachialsense, schwarzer Drache, bedeutende Hand, Schattenimpuls, Kampffusion, Stein des Weisen, doppelmagische Armfessel. Dann haben wir ein Schattentun, ein Tun, Königreich und nochmal ein Schattentun. Was ist das bitte? Zweimal ein Schattentun und ein Königreich, reines Tun-Set. Beschweren tut mich nicht. Aquariumbeleuchtung, Mars, Wahrsagerritual, Blumen sammeln, G, Numeronarchiv und die Daten. Auf alle Fälle kommt ein Update zum Harpien-Deck. Rache der Schwarzgeflügelten, Hurricane der Tornado, über Ayas Rock. Trolley Olli, die riesige rote Hand, eine Feuerhand, eine magische Hand und ein Lilly-Roboter. Und für unsere Holos haben wir einen Galaxieaugen-Ziffer-Drachen, einen Nummer 45, den, bitte was, Crumble-Logos, der Prophet des Ausbruchs, Abbruchs, okay, und einen Thun-Aktenkoffer. Eine Wiederholung, eine Nachtexpressritter, Zifferflügel, Extraflot, Katastrophe, Zebragras mit Mond und den flammenden Mars. Vorletzte für unser Drachenmädchen. Ein Chimärendrachen, ein Drachenschwert, Wagenkupplung, Brachialsense, Ritual des schwarzen Drachen, Herrn des Rots, Morgensonnenhieb, Seelenlast. Und da haben wir einen Thun-Aktenkoffer mit Missprint. Einen Numeron-Drachen und nochmal den Timaios, den Ritter. Eine G, eine Blumen sammeln, Urashima, Knochenzüngler, Trugbilddrache, Antitopianer und eine Blüten. Okay, last but not least, letzte Booster für unser dunkles Magiermädchen, die Drachenritterin. Ein Double Passé, ein behüteten Schatz, ein Spielkraftdrachen, Hügel des gebundenen Schöpfers, E-Athos. Dann die Bewunderung der Massen, Hurricane, Brachialsense und wieder ein wunderschönen Kuri-Bandit, The Du RRR. Das Siegel von Orichalcos, ja, siehste, nice. Und ein legendärer Ritter, Critias. Ja, dann fehlt uns bloß noch der Standard-Team Marius. Zuschauer der schlafende Riese, eine Weide, Schunos, Uranus, Zebragras, Tetra und einen Finisher, der Schläger. Ja, und dann kommen wir zu unserem Amulettdrachen. Was erwartet uns hier? Eine Raketenkanone, ein Seelenwechsel, finale Fusion, brennende Rotäugen, Dampf der Mantel, rotäugiger Geist, Bogen der Göttin. Dann haben wir nochmal unseren Abbruch, einen Dragulas und ein Mathematiker in Standard Ultra. Auch nicht schlecht, nehme ich gerne mit. Münznorma, Pluto, Dragonius, Merkur, Mond, Guppy, Tetra, Wenden. Drei verbleiben noch. Ein Sacrate-Paar, Orochi, Roulette-Spinne, Torblocker, Explosionsdrache, Berserker-Seele, bedeutende Hand. Dann haben wir wieder ein des Chaos, eine weitere Kopierkatze und da haben wir den dritten Krieger im Bunde, den legendären Ritter Timaios. Aquarium-Einrichtung, Rote Nova, ein Guppy, ein Kiefer, Numeron-Archiv, Polovnir, Finisher der Schläger und ein Schunorus. Noch zwei. So ein dunkles Magiermädchen in Standard-Ultra hätte ich auch noch gern gesehen. Wagenkupplung, Herrn des Rots, Lilly-Roboter, Tyrannflügel, Armfessel, Signal Rot, Abyss, Superspritzer. Für unsere Holos ein Aktenkoffer. Das Auge von Timaios, das haben wir so alle drei. Oh, really? Zweimal das Auge von Timaios. Ja gut, der Würfel war ja auch einmal mehr drin.
Eine Wiederholung, Expressritter, Klippe, Kranich, Extraflot, Kristalline, Schlange G und ein Tauotei. Und abschließend tun wir die ganze Sache mit dem letzten Booster der Wahrheit. Doppelpassé, Legende des Herzens, Eishand, Carbonadon, Brachialsense, Brennen der Rotäugigen, Seelenwechsel. Da haben wir nochmal einen Kridias, ein Thunkönigreich und einen Virusdrachen. Eine Klippe, eine Kiefer, ein Merkur, eine Drängkraft, eine Kranich, ein Antitopianer, eine Münznormer und ein Künstlerkumpel ein. Ja, auf alle Fälle auf den ersten Blick schon mal kein schlechter Pull. Ich räume nochmal alles zusammen und dann sehen wir uns gleich nochmal im Recap. Und versprochen, dann machen wir noch ein kleines Recap. Ja, die Promos sieht man sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, schade, dass sie schon zum Hype zu sehen waren. Das nimmt irgendwie den Spaß. Aber für Leute, die das Produkt kaufen, dann können sie sich gleich die Kopie ranholen, die sie möchten. Eine Harpyie, einen Zeitzauberer, einen Hunderdrachen und einen Jinzo. Zweimal den Xyz Import und zweimal die Charma-Karten. Das für den Promos. Sonst für unsere Fusionskarten, da haben wir das dunkle Magiermädchen, die Drachenritterin im Blue und einmal im Purple. Für unsere Team Marius haben wir einen im Purple und zwei in Ultra und einen tödlichen Virusdrachen in Ultra. Das für unsere Fusionen. Für unsere Xyz-Karten, da haben wir den Tarnkappendrachen als normale Ultra zweimal, unseren Dragulas als Purple, als Grün zweimal, den Numeron-Drachen einmal für Blue und einmal als Standard-Ultra und die Nummer 45 als Purple, als Grün und last but not least den Galaxie-Augen-Zifferdrache als Green Rare. Das für unsere Xyz. Ritual ein bisschen mau, aber gut, Ritual ist ja sowieso nicht mehr der Support, der es mal war. Einmal als Purple den Paladin des schwarzen Drachen. Für die Effektmonster dabei haben wir den Kuribandit als Purple und zweimal als Standard Ultra, den Mathematiker als Standard Ultra und als Blue Rare und für unsere legendären Ritter einmal den Team Marius in Ultra, einmal den Kritias in Ultra, einmal den Kritias in Green und einmal den Hermos in Blue. Das für die Effektmonster. Für unsere Zauberkarten, da haben wir das Thunkönigreich als Blue, als Green und als Purple Rare, das finde ich ziemlich nice. Auge von Timaris einmal als Standard Ultra und einmal als Blue. Kralle des Kritias einmal als Standard Ultra und die Klaue des Hermos als Green. Dann eine Kopierkatze in Blau und in Purple, ein Schattentun als Ultra in Purple und in Green, eine Comic Hunt in Green, ein schnelles Chaos in Green und in Blue und das Siegel von Urikalkos in Blue Rare. Das für unsere Zauberkarten. Und abschließend zur ganzen Sache noch für unsere Fallen. Da haben wir den Thun Aktenkoffer in Ultra, in Blue, in Purple und in Green, also alle vier Sorten. Und nochmal Black Sonic, einmal in Ultra und einmal in Purple. Ja, das für unsere Fallenkarten. Im Prinzip sehr, sehr schönes Reprint-Set. Viele Karten jetzt nochmal günstiger ran zu haben. Die Promos auf alle Fälle mega nice. Das sind die Magiermädchen im Alternate Artwork auch mega sexy. Was soll man dazu sagen? Es ist halt die Dragons of Legend Reihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen bei diesem Opening von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich immer über ein Like und einen Kommentar natürlich freuen. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Videos von Nightmare 1989. Bis dahin, alles Gute und macht's gut.